Ein herzliches Willkommen zurück bei Sky Factory 3. Nach dem letzten Tod. Gut, ich kann ja noch nicht gucken in die Kommentare, weil es war gerade vor 10 Minuten. Und ich bin immer noch in derselben Aufnahmesession. Das wird auch noch so 2-3 Folgen so bleiben. Hauen wir da unten unseren Grabstein. Wo ein bisschen Zeige drin ist. Und den möchte ich mir gern holen. Eventuell ist er schon wieder leer. Das ist ja. Aber ich weiß nicht wie. Ich komme nicht ran. Eins, wo ich schwer mit dem Engelsring. Ja gut. Dann brauche ich noch ein bisschen, bis ich da hinkomme. Engelsringe müssen wir noch ein bisschen sehen, ob wir die irgendwann mal kriegen. Was mache ich hier? Ich baue meine Hauptplattform weiter aus. Das ist nur in die Richtung. Jetzt gehen wir langsam in die Richtung. Und ja, dann könnte man da vielleicht auch noch mal rüber gehen, wenn wir noch mehr zum Craft, zum Bauen haben. Ja, genau. Ach, nee, oder? Das habe ich auch. Oder habe ich das hier reingelegt? Oh, die ist hier drin. Die haben wir alle. Ah, na Gott sei Dank. Cleverer wie ich gedacht habe. Nee, jetzt machen wir hier halt die Plattform weiter. Dann wäre vielleicht mal nicht schlecht zu wissen. Weil wir brauchen ja jetzt langsam Zeile. Um dann Lager zu bauen und Produktionsstätten langsam mal anzugehen, dass man hier mal vorwärts kommt. Ohne immer daneben zu schmeißen. Weil wir brauchen jetzt langsam Futter. Das wird langsam immer mehr. Die Mobform, ja gut, die ist am Laufen. Weil wir irgendwann mal hier ein bisschen automatisch Zeug herkriegen. So, das heißt aber. Holzzeug und ich brauche Enderperlen. Das ist das, was ich am meisten brauche. Enderperlen. Ich will die blöden Itemleitungen kriegen. Da habe ich noch keinen Plan, wo ich die herkriege. Oder Enteressenzen oder so. Dass man uns das dann aus Essenzen zusammen craftet. Ich weiß aber noch gar nicht, ob man hier automatisch irgendwie eine Farm bauen kann. Eingänge. Das wäre mal gut zu wissen. So, schauen wir mal gleich mal. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Thermal, ne? Ich befürchte fast. Also, Moment. Wir sollten vielleicht so anfangen. Tech Dynamics. Moment, ich will aber Thermal Expansion Home. Open Computers, Ladestation, lol. Ey.
Das ist jetzt, ja, nicht. Thermal Expansion ist nicht drauf. Okay. Können wir irgendwo eine Baumfarm bauen? Das wird jetzt natürlich ein bisschen schwierig, ne? Ich dachte eigentlich Weltenbaumextrakt. Ach, das ist mir jetzt Baumstammbank. Das ist mir doch alles egal. Deco-Craft. Baumwollsamen. Boah. Was können wir da nehmen? Wir können mit Steve Cots ein bisschen was tun, aber das ist jetzt nicht das, was ich mir so vorgestellt habe. Was haben wir denn da? Der Braustand. Das wollen wir nicht. Was haben wir denn hier? Farmer. Okay. Eisengehäuse. Eisengehäuse, schwarzer Quarz. Prima. Wo kriege ich schwarzen Quarz her? Farmer. Es ist aber schon mal ein Anfang. Okay. Enderperlenblock, ja, du mich aber auch. Abbauer, große Reichweite. White Kristall hätten wir sogar einen. Spule. Ui. Lol, wo kriegt denn das alles her? Boah, Redstone Block in einem atomaren Umwandler. Na wunderbar, ey. Ich glaube, wir werden hier noch richtig Spaß kriegen. Kollektor, große Reichweite, was auch immer du tust. Item Interface. Okay. Automatischer Differenziator. Okay. Oh, das ist doch, glaube ich, das, was der da haben will, ne? Hey, Kohle, aber zu viel Kohle haben wir nicht. Ölgenerator. Blätteressenzengenerator. Bioreaktor klingt gut. Was ist das? Lol. Ja, aber wo kriege ich den Kristall her? Boah. Keine Ahnung. Assembler. Ja, genau. Ender your Inventar Panel. Ich glaube, damit müsste ich mich mal mehr auseinandersetzen. Was heißt, bis jetzt hatte ich ja aber im E-System oder sowas. Im E-System Logistic Pipes. Sowas halt hatte ich im Moment. Hatte ich bis jetzt immer. Mit dem Ender, das war mir irgendwie zu kompliziert. Die Ender Steinbruch und sowas, ja, das ist immer richtig geil. Was ist das hier? Botania, kann ich mit Botania irgendwas machen? Boah. Nicht wirklich, glaube ich, ne? Den, na, das weiß ich nicht, wo ich den herkriege. Hey. Ich glaube, da muss ich mich erstmal reinfuchsen. Mal bei irgendwem gucken. RF-Tools, ja, RF-Tools ist auch. Ja, habe ich auch noch nicht viel. Oh, aber genau. Die kann ich selber craften, okay. Bookshelf, ja, brauche ich nicht. Boah, ich dachte eigentlich, wir können jetzt hier mit Dingens
Multiple Kitchen. Okay. Schwarzes Glas. Tintenbeutel. Glas, ja, das ist okay. Cooking Table. Ach, hey. Ein Buch durch, hörst du? Alter. Vektorplatten. Okay. Ist es denn Mopfel da? Mopfel da? Alter, es ist schon. Jetzt sehe ich erstmal, dass ich von dem Sky Factory 3 überhaupt keine Ahnung habe. Glastisch. Das braucht kein Mensch. Um sowas kann man sich später kümmern. Aber ja. Dragon, damit habe ich überhaupt noch nichts zu tun gehabt. Ender.io. Genau. Könnte ich sogar schon mal das Ding bauen. Reiseanker. Ja, das können wir nachher später in Angriff nehmen. Weil brauchen wir den posierenden Kristall. Aber so ein Reiseanker ist schon nicht blöd. Advanced Inventory Panel. Genau, die haben nämlich auch so ein System. So ein Lagersystem gibt es da nämlich auch. Und da habe ich ja nun noch überhaupt keine Ahnung. Self-Resetting Level. Hä? Okay. Das ist mir neu. Boah. Mal die brauche ich nicht. Jetzt zumindest nicht. Hier in der Welt nicht. Ist doch nicht wahr, ey. Ich glaube, da muss ich mir. Aber wer sollte mir da helfen? XP ist okay. Wäre natürlich cool, wenn mir dabei jemand helfen könnte. Aber wer? Fällt mir jetzt keiner ein. Dann müsste ich nämlich die Welt erstmal auf den Server packen. Das wäre das kleinste Problem. Backpack, ach du Scheiße. Wie kriege ich den? Iron Backpack. Basic Backpack. Ah ja, alles klar. Soll das Problem nie sein. Silbertruhe. Diamanttruhe. Ja gut, das ist das. Was ist denn das eigentlich? Iron Chest, genau. Das kennen wir ja schon. Wo war's? Enderman Seed. Die brauche ich. Wo kriege ich die her? Ja, ist egal. Wo kriege ich die Enderman Seed her? Disposer, was ist das denn wieder? Alter, na, ich muss sehen, dass ich hier irgendwie wen finde, der mir dabei hilft. Das ist ja. Wenn auf den Server klatschen die Welt und dann müssen wir mal gucken.
Ich muss jetzt dann mir erstmal ein paar Sachen angucken bei Let's Plays wahrscheinlich. Und ja. Dann will ich in der Testwelt ein bisschen was tun. Ist schon wieder mal. Gibt es ja nicht. Und ja. Muss ich sehen, wie ich mache. Reaktor ist drauf, habe ich gesehen. Da könnte ich was anfangen mit. Aber Lagersystem und Automatisierung, da stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Okay. Damit soll es diese Folge auch gewesen sein. Und diese Aufnahmesession werde ich, glaube ich, jetzt auch beenden. Und gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Über ein Abo würde ich mich freuen. Kommentar oder rein nur einen Daumen hoch. Bis die Tage denn. Ciao, ciao.